Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und bevor es losgeht, wieder ein kleines bisschen Eigenwerbung. Wenn euch die Videos bis hierhin gefallen haben, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal und mich weiterhin unterstützen möchtet, dann lasst doch auch ein Abo da und betätigt die Nachrichtenglocke, damit verpasst hier keiner meiner Videos. Kommentarfunktion, gern gesehen, wenn ihr die nutzt. Ich lese so gerne von euch. Oh Gott, jetzt verpasst mich schon wieder. Und ja, falls ihr mich darüber hinaus noch weiter unterstützen möchtet, dann schaut einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da steht alles Weitere erklärt. So, weiter geht's. So, wir haben eine coole, also was heißt coole Mission? Doch, coole Mission eigentlich gemacht für nix. Eigentlich total easy peasy und haben 16.000 Schleifen kassiert dafür. Und da haben unsere Techie-Fähigkeiten uns doch echt den Arsch gerettet, weil, naja, wir haben zumindest einen kleinen Bonus mitbekommen. So, und wie jetzt schon angekündigt in den letzten Folgen, rufen wir dann jetzt doch mal endlich Mr. Hands an. Achso, wir haben Stufenaufstieg. Sehe ich gerade. Stufenaufstieg. Ah ne, das war die Intelligenz. Das war nicht die Techie-Fähigkeit, das war die Intelligenz. Okay. Packen wir noch eine Intelligenz rein. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Beim Abschluss eines Breach-Protokolls werden alle Speicherkosten deines nächsten Quickers um einmal die Zahl der hochgeladenen Demons verringert. Das heißt, laden wir zwei Demons hoch. Dann verringert sich. Aber nur beim nächsten Quick-Hack. Nicht generell, okay. Der Eisbrecher-Demon verringert die Speicherkosten aller Quick-Hacks um einen zusätzlichen Speicherpunkt. Das heißt, wenn wir den Eisbrecher-Demon mitmachen. Okay. Was haben wir hier noch? Beim Hochladen von drei oder mehr Demons im selben Breach-Protokoll erhalten die Regeneration der Speicherkapazität. Okay, also drei Demons haben wir noch nicht. Wir haben ja bisher nur zwei Demons. Okay. Dann gucken wir mal eben, was bei Quick-Hack frei ist. Das war. Die Quickhacks verursachen mehr Schaden. Das kann ja eigentlich nie schaden. Das wollten wir nicht. So, was ist das hier? Quickhacks, die sich verbreiten können, können auf ein zusätzliches Ziel übergreifen. Aber das haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben ja nur. Ich mach dich blind. Aber der ist auch schon mal übergesprungen, war? Okay. Ha, was haben wir denn Techie-Fähigkeiten? Hergestellte, ach so, genau. Auch nicht. Jetzt kann ich mich irgendwie nicht entscheiden. Jetzt muss ich mich mal eben wieder vernünftig hinsetzen. Achso, Ninizu wollten wir nicht gucken, obwohl wir das eigentlich auch nur so ziemlich. Achso, Max-Level. Ach, das Ninizu steigt nicht weiter, weil. Also, wir können hier nicht noch mehr Punkte kriegen, weil wir es hier nicht gelevelt haben. Ah, gut zu wissen. Das gleiche ist mit den Handfeuerwaffen und wahrscheinlich auch gut. Konstitution haben wir ja nicht, ne? Was haben wir denn hier? Achso, was war die Tragekapazität? Maximale Ausdauer. Das haben wir ja alles irgendwie gar nicht. Aber wir könnten jetzt Gewehre, Handfeuerwaffen. Oh. Okay, jetzt habe ich gerade irgendwie das Problem. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich was reinstecken soll. Wir bewahren uns den Punkt einfach mal auf. Wir bewahren uns den Punkt jetzt einfach mal auf, mal gucken. Ja, gut. Okay, Rufe Mr. Hands on. Was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Jo.
Das wäre Maman Brigitte. Nicht so leicht, an sie ranzukommen. Maman Brigitte? Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen raus. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Ah, jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer 3, wenn sie eine neue Tasche wollte. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Die haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Okay, beschäftige dich anderweitig, bis Miss Ernst dich zurückruft. Alles klar, okay. Das hätten wir auch schon vor langer Zeit machen können. Okay, was sagt die Map? Achso, ich kau gerade noch einen Bonbon. Gefahr sehr hoch. Wacko. Das heißt, wir könnten doch eigentlich wieder hier hochfahren nach Watson und da sind zwei Aufträge nebeneinander. Also ich glaube, besser kann es nicht laufen, ne? Einmal mit Sandras Dosset Datenbank und einmal Kleptomanie, du sollst was für einen Auftraggeber stehlen. Okay, dann machen wir erst die Kleptomanie. Alles klar. Yeah! Okay. Also Mr. Hens hätten wir auch schon lange. Geil. Ich dachte, jetzt kommen wir da mal ein bisschen weiter. Nein, jetzt müssen wir es mal warten. Okay, cool. Wir haben hier ein paar neue Karren stehen. Nehmen wir einfach mal die hier. Und die sind so frei, offen, verfügbar, zugänglich. So. Ab geht's in der neuen Karre. Wir zurück nach Watson. Ein paar Aufträge erledigen. Alles klar. Okay, dann beschäftigen wir uns doch jetzt noch mit ein paar Nebenmissionen. Ich bin schon überlegen, also da ist einmal Kleptomanie. Das denke ich mal, wird mit Sandra Dossets Auftrag nichts zu tun haben. Aber wenn wir die Datenbank für Sandra Dossett stehlen, holen, wie auch immer. Die hatten wir ja so ziemlich in den ersten Folgen hergerechnet gehabt. Die hat uns ja gebeten gehabt, dass wir da nicht reinschauen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, sollten wir es tun oder nicht? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind ja eigentlich vom Lebenslauf her Konzerne. Unsere mächtigste Waffe ist ja Information. Ah, ich weiß noch nicht. Aber ich denke mal, wir machen sie offen. Und schauen noch mal rein. So, das war ja recht unspektakulär jetzt gerade hier mit dem Fahren. Wahrscheinlich passiert jetzt gleich wieder irgendetwas. Okay, genau. So, aber irgendwie habe ich mich doch nicht so ganz... So, ein bisschen entspannter hinsetzen. So. Das ist bestimmt... Mr. Benz? B, heute ist dein Glückstag. Zumindest, wenn du Pacificas Lockruf hörst und dich ihm ganz hingeben willst. Hast du was für mich? Naja, wie gesagt, wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Also, was ist das für ein Job? Wieso bist du neuerdings so wählerisch? Die Kontaktperson wird dir alles erklären. Ich habe nichts aus dem Typen rausgekriegt. Hatte den Eindruck, ich muss hier jedes Wort von ihm zahlen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. Okay, nichtsdestotrotz, also damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier... hier ist auch ein Rapper-Doc, okay. Nichtsdestotrotz werden wir das jetzt... Wenn wir jetzt die Mission jetzt hier machen. Jetzt kommt wahrscheinlich Reg. Genau. Also,
Ein Nichtsnutz mit dem dämlichen Namen Eloise Dakin hat mich verarscht und die Stadt verlassen. Aber scheiß auf den Typen. Ich brauche die Daten, die er in NC zurückgelassen hat. Vor allem die auf seinem Laptop. Details im Anhang. Kümmer dich drum. Okay. So, hier gibt's doch schon wieder was zu hacken für mich. Da gab's noch was. Ach, da unten. Da unten und da oben, okay. Erstmal kurz nach oben und sondieren die Lage von hier oben. Zack. Erstmal hier alles mitnehmen. Dann wollen wir uns mal ganz kurz angucken. Na, guck mal. Hacken! So. Aufgesammelt Verseuchung. Oh, da unten sitzen zwei. Ein Joy-Toy. So, hauen wir uns mal eben kurz das Breach-Protokoll wieder rein. Im BDE9. BD, BDE9 und BD. Yes, baby. Und hier laufen, glaube ich, doch ein paar mehr rum. Okay, egal. Eben hier, was hier so ist. Wahrscheinlich komme ich dann hier zu. Okay. Also. Wobei den. Zack. Aha. Oh, zieh das nicht in die Länge. Du siehst nix und du hörst nix. Na großartig. Du siehst nix, du hörst nix. Guck mal, hallo. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Doch nichts. Viel Schrot. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Hier gibt es auf jeden Fall wieder jede Menge Zeugs. Neue Zugangskarte. Yes. Das hätte jetzt aber auch hart schief gehen können. Kinas. So. Zurück. Achso, da unten war das, ne? So, noch ein bisschen Munition. Wir müssen natürlich jeden Raum hier einmal abklappern. Cyberware-Synapsenbeschleuniger ist wieder aktiv. Yes. Ich glaube,
aber hier rum müssten wir jetzt, glaube ich, alles. Oh, wir könnten vielleicht noch einen kurzen Besuch. Oh, ne, geht nicht. Okay, so, dann müssen wir jetzt nach unten. So, wer weiß, was denn hier unten so alles so vor sich geht. Da hinten ist auf jeden Fall. Okay. Aua, aua. Außerdem Nieren? Der Typ hatte Stein. So, wir hacken das Ding mal eben und ich glaube, da sind jetzt, glaube ich, irgendwie mehr als zwei drin. Habe ich so das Gefühl. So, E9, 1C, 55, E9, AC. 55, nochmal 55. Oh, und schon verkackt. Na gut, egal. Wir haben aber Version 3, das ist ja das, was wichtig ist. So. Wo gehst du denn jetzt lang? Kann ich den jetzt nicht hacken? Ah, oh, okay. Easy! 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 So. Und neues Laptop. Und hier nochmal eben alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Hier bei einem Ripper Dock raus, das wäre ja cool. Und der lege den Laptop am Übergabeort. Hey, wo kommst du denn her? War gerade unten. Willst du das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich gehe da nie runter. Ich weiß nichts. Die haben mich gezwungen. Ich bin ihre Geisel. Die meinten, wenn ich abhaue, bin ich der Nächste. Ich schwör's. Du lügst. Du glaubst mir nicht, das ist okay, aber was hältst du von einem Rabatt? Rabatt? Was meinst du? Sonderpreise für Sonderkunden wie dich, im Austausch dafür, dass... Ich vergesse, was ich im Keller gesehen hab? Ja, genau so meine ich das. Klar, Deal. Keller ist schon vergessen. Perfekt, sehr schön. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ja. Was hast du so für Ware? Dann lass doch mal zeigen, wa? So, okay, hier gibt's nichts Interessantes. Was required denn hier? 18 Kunst. Was haben wir denn hier? Stell sofort aus, die Gesundheit wieder her, wenn deine Gesundheit um 15% sinkt. Nö. Nö. Stell sofort 10% deiner Ausdauer wieder her. Nein. Stell sofort 3% deiner Gesundheit her, nachdem du eine voll aufgeladene Waffe mit einem Treffer komplett entladen hast. Nee, required benötige ich 10 Konsti, 8 Konsti, 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 okay. Nervensystem, ermöglicht das Ziel und Schießen beim Rutschen, nein. Immunsystem, was haben wir denn da noch? Erhöht die Resistenzen um 8%, oh, das hat doch was. Zack. Schon drin. So, da hat er nichts. Was hat er fürs Skelett? Erhöht die Gesundheit um 20%. Klar, warum nicht? Dann nehmen wir einfach mal mit. Geben wir wieder unser Geld aus. So, Smartlink brauchen wir nicht. Armee, genau, ja. Da hatte ich ja schon, glaube ich, was zu gesagt gehabt. Und Beine ist das. Also, was hat er für Betriebssysteme? Mietig Paroline. Ein Tritronic 6. Da hat er nichts. Okay. Alles klar. Super. Du gehst einfach. Okay. Ja, klar. Mit einem Rabatt.
So, wo ist der? 250 Meter? Holler, die Waldfee. Dann rennen wir mal eben ganz schnell dahin. Und dann machen wir den Auftrag von Sander Dorset. Und dann machen wir Mr. Hands. 150 Meter. Warum müssen wir jetzt auch noch so weit laufen? Das ist doch schon wieder Quälerei vom Spiel, oder? Das ist doch wieder Schikane vom Spiel. Schikane, genau. Schikane ist das. Na, dann rennen wir mal eben kurz hier durch. Patsch. Oh, Backstep. Übergabeort, ja, ja. Perfekt. Genau die Tech, die ich haben wollte. Danke. Jo, bin geschehen. So. Oh, 4000. Oh. War hier nicht der Auftrag von Sandra Dorset? Bin ich jetzt plemplem irre? Das haben wir gleich mitgemacht. Du siehst ja prächtig aus. Das Traumateam hat dich also ruckzuck wieder zusammengeflickt. Ja, bin so gut wie neu. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie garantiert nichts mehr zum Zusammenflicken gehabt. Dafür habe ich mich nie richtig bedankt. Sag mal, war da nicht noch jemand bei dir? So ein großer Typ? Wenn du ihn siehst, dann grüß ihn bitte mal von mir. Jackie ist... Okay, richtig aus. So wie ich Jackie kenne, würde er das gleich falsch verstehen und dich auf ein Date einladen. Aber jetzt nicht mehr, denn Jackie ist... Schon gut, du bist sicher ziemlich beschäftigt. Ist alles okay? Ja, klar, alles okay. Also, hast du meine Datenbank gefunden? Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scaff-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nach dem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Hör mal. Du bist Platin-Kundin beim Traumateam. Besser geht's nicht. Ich bin mir sicher, der Sick Hammer Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scaffs nächstes Mal ausdenken. Naja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schicke dir gerade die Adresse. Danke. Okay, das heißt, wir haben noch die Datenbank. Das heißt, wir könnten jetzt mal eben... Guck, nachdem wir einmal kurz durch unser Inventar durchgeluckt haben. Was wir aber irgendwie alles sehr fein säuberlich zerlegen werden. Ah, da wird es schon besser. Da wird es schon besser, aber wir zerlegen es trotzdem mal. Dann haben wir noch ein bisschen Bonus auf Street Level. 81, 71, da mache ich mir jetzt gerade nicht für ins Händchen. Okay, das heißt, wir haben... Haben wir denn noch den Splitter? Die Datenbank. Kinders. Malware kopieren. Und extrahiere eine große Anzahl an Dollars. So, 55, 1CFF. 55, 1C. Okay. 55, 1C, FF, 55, okay, schade, hat doch nicht funktioniert. Schade. Nightcorp, nur für den internen Gebrauch. Die Tests waren erfolgreich, die künstliche Intelligenz
CN07 hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, die kommerziellen gerätespezifischen Makrosicherheitssysteme auf die Nightcorp-Eingestellte der unteren Ränge Zugriff haben, zu umgehen. Kein einziges Testsubjekt war sich bewusst, dass an ihm ein Experiment durchgeführt wurde. In Übereinstimmung mit den enthaltenen Befehlen konzentrierte sich die CN07 vor allem auf Subjekt HK13, das zu Beginn des Experiments als ruhig und empathisch eingeschätzt wurde. Nach einer Phase der unterschwelligen Konditionierung begann HK13 wie vorgesehen heftiges psychopathisches Verhalten an den Tag zu legen. Verhalten an den Tag zu legen, genau. Dieses kulminierte in einem Streit über Kaffee, bei dem HK13 einen Kollegen erdrosselte und dann durchs Fenster aus dem 16. Stock sprang. Okay. Die nächste Phase der Prozedur war bald eingeleitet. CN07 wird dann auf den elektronischen Gerät des eigentlichen Ziels installiert werden. Okay. Krank. So, wir holen mal eben kurz ein Auto. So, dann wollen wir das noch eben abschließen. Dazu zu sagen hat. Nein, ich weiß, was ich brauche. Appartements. Sandra? Ich bin's, wie? Ich hab deine Datenbank. Sandra? Bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gefolgt? Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Die Scavengers? Nein, ich denke da eher an... Ach, ist auch egal. Hast du die Datenbank? Nette Bude hast du hier. Geschmackvoll. Danke. Wenn es nicht die Scavs sind, wer dann? Hör mal, ich bezahle dich nicht dafür, dass du mir persönliche Fragen stellst. Du hast damit angefangen. Außerdem habe ich dein Leben gerettet. Zählt das nichts? Das zählt. Und dafür wurdest du bezahlt. Tu nicht so, als wäre das eine große Sache für dich. Also, wo ist die Datenbank? Hier, keine Angst, ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Ich würde nie meinen Ruf für ein paar Datenbytes ruinieren. Komisch ist nur, dass die GPS-SIG von der Datenbank vor gar nicht allzu langer Zeit plötzlich online war. Das kann nur eins bedeuten. Jemand hat sie gebootet und reingesehen. Glaubwürdiges Dementi. Was weiß ich? Vielleicht haben die Scavs reingesehen, bevor ich aufgetaucht bin. Mhm. Die Scavs. Sicher doch. Hier, das war dann alles. Moment mal, wir hatten mehr vereinbart. Ach, echt? Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen, bevor du hier aufgetaucht bist. Wir sind fertig. Geh jetzt. Was? Gesucht in Night City. Hätten wir vielleicht doch die Wahrheit sagen sollen, dass wir reingeschaut haben? Hätte sie uns dann mehr gegeben? Okay.
Ja, Schade, Marmelade. Achso, hier geht's auch. Einträge, okay. Dann, ach, wir hätten sie bestimmt. Naja. Okay. Schade, hätten wir sie vielleicht damit erpressen können, dass wir reingeschaut haben? Oh, Badezimmer. Sehr schnieke. Bisschen dreckig das Waschbecken, aber sonst. Coole Dusche. Ja. Okay. Was hätte ich jetzt gesagt gehabt? Chardi, Marmelade oder. Können wir hier noch was verkaufen? Nein, wir können hier was kaufen. Ein Burrito für 12. Ein Burrito für 12 Eddies. Ja, nee, ist klar. Es müssen ja schon richtig. Richtig leckere Burritos sein. Gut, also kann man jetzt diesen Auftrag als halb vermasselt abstempeln oder wie schaut das aus? Hätte mich ja jetzt fast interessiert, was sie gesagt hätte, wenn. Ach komm, ist egal. Naja, gut. So, ich. Judy? Oh, Judy. Nein, noch nicht. Machen wir. Obwohl, Judy macht sich Sorgen. Ich will nicht, dass hier auch was passiert. Ah, nee, das wird das nicht. Ja, dann, see ya soon, ne? Haben wir jetzt sonst hier noch was? Regina Jones? Da können wir, brauchen nicht, können wir nicht antworten. Nix. Danke nochmal. Ja, gern geschehen. Wir haben dich ja so ein kleines bisschen über den Tisch gezogen. Okay, ich sehe gerade, wir haben das Folgenende, Folgenlimit, nein, die Zeit erreicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal an dieser Stelle nochmal ein großes Lob an alle, die bis hierhin mich begleitet haben und zugeschaut haben und fleißig einen Daumen nach oben gelassen haben und fleißig auch die Kommentarfunktion benutzt haben. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.